herzlich willkommen zu einem neuen Daily-Vlog von mir. Bin gerade wieder auf dem Weg nach Hause. Ich fange immer so Daily-Vlogs an. Entweder man geht oder man kommt nach Hause oder man geht irgendwo hin. Keine Ahnung. Ich habe meinen Schal übrigens vergessen. Es ist arschkalt. Ich bin auch froh, dass ich gleich zu Hause bin. Wir haben es jetzt nämlich kurz nach Mittag. Ich habe voll Hunger. Ich glaube, wir essen gleich erstmal Nudeln oder so. Wir haben noch welche. Und ich war gerade einkaufen. Und diese Aussicht, Leute. Ja, auf jeden Fall geht es jetzt erstmal für mich nach Hause. Mal wieder meine Umhängertasche an. Irgendwie finde ich die voll cool. Auch auf Festivals oder so, glaube ich, nehme ich die mit. Ist besser, als so eine große Tasche mit zu haben. Wobei man ja im Moment nur noch die A4-Taschen mitnehmen darf. Ja. Hier sind wir ja bei Akropolis essen. Total lecker, Leute. Bomben. Ich habe es euch ja ins letzte Video in die Info-Bio, in die Info-Box reingetan. Kann den eigentlich nur jenen empfehlen. Also, Leute, bin ich gerade mit einem Menschen, sage ich schon, mit einem unterhalten, der kommt auch daher und hat gesagt, top essen und so. Also was immer mehr. Auf jeden Fall, ja, ordentlich eingekauft und dann würde ich mal sagen, bis später. So Leute, die ersten zwei Spiele sind ja vorbei und Trommelwirbel Traurigmatt auf der Hart mehr 1-0 gespielt hat, HSV. Genau, so habe ich es gesagt. Bayern haben halt gewonnen gegen Leverkusen. Ey, dass Leverkusen noch verliert. Die haben so gut gegen Bayern gespielt und jetzt verlieren sie gegen Heidenheim. Alter Schwede. So, dann würde ich mal sagen, ich melde mich später nochmal zu den anderen Spielen und wir sehen uns dann wieder. Tschüss. So Leute, nicht wundern, dass ich jetzt gerade hier sitze. Ich habe gerade nämlich noch Workouts gemacht und ja, bin ziemlich auch kaputt. Ich werde mich jetzt auch gleich noch abschminken. Den Nagellack lasse ich natürlich drauf. Und this face, I turn it up. Übrigens, Werder Bremen hat gewonnen nach einer Elfmeterschießen. Ich habe ja gesagt vorhin auch erstens, dass Leverkusen eventuell stark ist. Okay, sie waren nicht stark, sie sind draußen. Zweitens hat HSV 1-0 gewonnen. Mein Tipp. Okay, das mit Duisburg gegen Paderborn war nicht richtig, aber ich habe ja gesagt, beim Dortmund gegen Werder Bremen kann es ein bisschen eng werden. Und das war Elfmeterschießen und Werder Bremen hat es gewonnen. Damit komme ich auch zum Ende. Erstmal Glückwunsch an Werder Bremen, Glückwunsch an Heidenheim, Glückwunsch an HSV und Glückwunsch an Paderborn. Diese vier Mannschaften sind eine Runde weiter und sind jetzt im Viertelfinale. Morgen sind dann die restlichen vier Spiele, das heißt insgesamt war es jetzt das 8. Finale und jetzt ist das 4. Finale dann dran. Und mal gucken, wie es dann morgen ist und ja, wir sehen uns dann wieder. Tschüss, gute Nacht, bye bye, bis morgen zu einem neuen Daily Vlog. Roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for
for this. Oh yeah, where y'all at? We right here.